Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schammer, Paterhauer, Beziehungscoach, Soziologe. Heute reden wir mal über Overthinking. Also im Einzelfall immer schwer zu sagen, Konstitution sein kann, aber auch im weitesten Sinne anerzogen oder auch durch schwierige Kindheitserfahrungen so eine Art Hypervigilanz entstanden ist. Ein Stück weit ist Overthinking auch normal, denke ich, aber spannendes Thema von Anna Tefkola. Du kannst mir auch solche Anastasia, wäre auch so schön, wenn man nicht Russen schreiben würden, genau. auch solche Fragen stellen wir an formulaufliebische.de. Und genau, Bibelschülerkurs gibt es gerade noch reduziert. Und dann geht es nächsten Monat schon auch schon wieder los mit neuen, aber das erzähle ich dann nochmal. Also, von toxischen Beziehungen zur Selbstfindung. Bleibt die Liebe auf der Strecke? Hallo Christian, ich bin Mitte 20, weiblich und befinde mich in den letzten Zügen meines Erststudiums. Ich lebe allein mit meinen beiden Haustieren in einer Großstadt und verfolge deine Arbeit seit deinem Gastauftritt bei der lieben Alicia Joe. Habe all deine Bücher, einige Kurse und viele Videos konsumiert. Bis zu meinem 22. Lebensjahr befand ich mich in einer bindungsängstlichen, zunehmend toxischer werdenden Beziehung oder Beziehungen. Unter anderem 5 Jahre Krümelbeziehung und danach war ich heimliche Geliebte einer Affäre. So, ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen. Ja, ist auf jeden Fall dann so ein toxisches Dreieck geworden. Durch deinen Content habe ich den Absprung geschafft und bin durch sehr schlimmen Liebeskummer gegangen und ja, habe eine extreme Neigung zum Overthinking, also über Sachen nachdenken. Genau, Dreiecksbeziehung war so sehr manipulativ. Ja, ich sage immer wieder, ich meine, klar, du warst da noch nicht bei meiner Arbeit, haltet euch fern von diesen sumpfigen Sachen, sag ich mal, die nicht irgendwie alles, was heimlich ist, nicht abgesprochen. Ich weiß, bietet ganz viel Dopaminzufuhr, aber ja, nicht gut, ne? Aus vielen Gründen nicht gut. Du schreibst aber auch, das sollte man vielleicht auch noch sagen, dass das Dreieck, in dem du warst, dass da dein Gegenüber gesagt hat, dass die Beziehung offen wäre. Da gibt es ja einen guten Trick. Ja, lass uns doch mal zu dritt Abendessen gehen oder einen Cocktail trinken gehen, ne? Wenn das so offen ist. Dann weiß man eigentlich sofort. Also lässt sich leicht rauskriegen, indem man einfach sagt, ja prima, dann lass uns doch mal zu dritt was machen. Das wird leider zu 98% eine Lüge sein. Und ja, es oh Mann, ey. Insofern ich in Bindungssituationen den Mann gut fand, bin ich in den Pluspol gefallen. Den Liebeskummer bezog sich übrigens auf beide Männer, wobei der heftige auf sich auf meinen Ex-Partner richtete, mit welchem ich fast 5 Jahre monogam zusammen war. Danach war ich ein Jahr lang sehr glücklich Single und habe mein Leben möglichst nice-geil gestaltet. Als bettelarmer Student natürlich eine Herausforderung. Trotz existenziell bedrohlicher finanzieller Probleme habe ich angefangen mit einem Nebenjob, sehr gut, und angefangen in sehr vielen unterschiedlichen Branchen zu jobben und bin froh, jeden Tag froh, so einen Schritt gewagt zu haben. Bis zu meinem 23. Lebensjahr war ich immer extrem schüchtern, ängstlich, introvertiert und hatte bei schwierigen Konflikten starke Rückzugstendenz. Schweigen oder Kontakt abbrechen. Mir wurde übrigens rückgemeldet, dass auch meine Erfahrung, wie die Männer auf mich reagieren, dass ich zu den dass ich scheinbar recht attraktiv bin, trotz meiner ausweichenden Art hat es mir also nie ein Angebot gemangelt. Durch die Arbeit an meinem Liebeschip, Gesprächstherapien und so weiter, habe ich inzwischen für meine Verhältnisse am Bomben Selbstbewusstsein und viel Selbstliebe entwickelt. Inzwischen habe ich auch einigermaßen Frieden geschlossen mit meinen schmerzhaften Beziehungserfahrungen. Nun zu meinem Anliegen. Ich werde nach meinem Studium ein mit über 40.000 Euro verschuldet sein, BAföG, KfW und so weiter, Kredite, und werde deswegen viel arbeiten. Also was ich da schon mal sagen kann, das erscheint dir vielleicht jetzt viel, aber das, ich sag mal, ist einfach nur meine persönliche Meinung, ich bin jetzt kein Schulden- oder Kreditberater, aber 40.000 bei der KfW ist jetzt nicht so schlimm, wie sich das anhört. Also erstmal haben die, glaube ich, sehr günstige Zinsen oder gar keine Zinsen, musst du es erst zurückzahlen, wenn du es überhaupt kannst. Kannst es dann vielleicht, auf jeden Fall ging das früher immer so in einem Rutsch mit hohen Abschlägen zurückzahlen. Und bei der galoppierenden Geldentwertung, also 40.000 sind ja heute schon, wenn ich jetzt überlege, wie ich bei Starbucks war und für so ein 0,3-Getränk 7 Euro bezahlt habe oder für ein Glas Wein 16 Euro. Also ich meine, wenn 40.000 in 10 Jahren wahrscheinlich
weiß ich nicht, kannst du dir vielleicht gerade eine U-Bahn-Fahrt von leisten. Also ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie sich das jetzt anhört, aber es kann natürlich sehr belasten, das verstehe ich absolut. Aber trotzdem ist ja nicht, dass es jetzt für weiß ich nicht, Handtaschen ausgegeben hast, sondern für deine Ausbildung. Insofern wird das schon alles passen. Sehr gut. Möchte nicht direkt in meiner eigentlichen Branche anfangen. Mein erster Arbeitsplatz wäre dann nämlich XY im Krankenhaus, was sehr viel Stress und Verantwortung bedeutet. Deswegen plane ich stattdessen auf Kreuzfahrtschiffen zu kellnern, wenn es klappt, an einer Schlafstudie der NASA teilzunehmen. Wird mit 18.000 Euro entlohnt. Was ist das? Wo gibt es diese Studie? Was muss man denn da machen, ey? Also 18.000 Euro für Schlafen? Also falls es jemand weiß, also das würde mich ja mal interessieren. Aber warum nicht? Als Flugbegleiterin bei Luftfahrtgesellschaften zu arbeiten, Hotels zu kellnern. So, und sobald ich schuldenlos bin, möchte ich eine Zeit lang in Spanien leben und arbeiten. Gut, also dazu kann ich schon sagen, das ist natürlich, ja, ist alles gut, ne? Ist halt, ist halt ein sehr dopaminhaltiger Lebensstil, aber das ist jetzt überhaupt keine Wertung. Und ich finde, wenn es ein Jahrzehnt gibt, wo man sich das gut leisten kann, sind es natürlich die 20er. Aber ich wollte nur sagen, ich weiß ja, dass viele von den Liebeschipplern, die hier so sind, die in solche schwierigen Beziehungen kommen, ja, klar, sie sind vielleicht introvertiert, bindungsängstlich, aber auch gleichzeitig, deswegen könnt ihr auch immer noch einsteigen in den Dramakurs, der ist, glaube ich, noch offen, sehr dramaanfällig so, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass Lufthansa, Kreuzfahrtschiff automatisch Drama bedeutet, aber es ist wirklich, also ganz ehrlich, es ist keine Wertung, es ist bestimmt, kann super lustige Zeit sein. Ich wollte nur sagen, dass du natürlich weiter in einem Umfeld bist, wo potenziell viel wieder Dreiecke, toxische Beziehungen stattfinden könnten, wenn du nicht ganz klar bist, so, ne? Also, hoffentlich habe ich jetzt keine Vorurteile gegen diese Berufe hier genannt, aber das wollte ich einfach mal, habe ich das Gefühl, muss ich einfach mal sagen, genau. So, ich werde also wahrscheinlich nach meinem Studienabschluss, bis ich 30 bin, lokal sehr ungebunden sein. Ja, du planst jetzt so Partyjahre, also hört sich so an, obwohl das auch schon wieder eine Wertung. Also planst halt bestimmte Sachen, die potenziell ja auch viel Spaß machen können. So, deswegen habe ich die Sorge, dass wenn ich 8 Jahre am Stück Single bin, eventuell bindungsunfähig werden könnte. Also das würde ich tatsächlich, also das kann man im Einzelfall natürlich immer nie sagen, aber ich sag mal, wenn man wirklich die ganzen 20er sich nicht bindet und ich weiß nicht, ob du jetzt auch geplant hast, hast du jetzt nicht so geschrieben, auch so beziehungsmäßig eher Affären zu leben, Kurzzeitbeziehungen, was ja heute auch ein bisschen im Trend ist. Hast du jetzt nicht geschrieben, ich weiß es nicht. Offene Beziehungen. Ich kann es nicht so richtig empfehlen, gerade wenn man so ein bisschen angeknacksten Liebeschip hat, weil ich kann auch nicht mal empfehlen, so lange Single zu bleiben, weil ja, also man gewöhnt sich dran und dann, da hast du recht, finde ich, dann mit 30 das Ruder umzureißen, zu sagen, ach nee, jetzt möchte ich aber hier 30 Jahre Ehe leben, falls man das dann möchte, und Kinder kriegen und da möchte ich meine Bindungsangst aber schlagartig überwunden haben. Schwierig. Also je früher man das angeht, umso besser. Und also kann ich, aber es ist halt letztlich eine Entscheidung, wenn du sagst, es ist mir jetzt aber wichtiger, also das ist ja schon hier so, könnte man schon sagen, viel nice, geiles Leben. Ich kenne jetzt diese Berufe im Einzelnen natürlich auch nicht, wie anstrengend die sind oder was, aber machen ja viele sowas und dann hast du eben das gesagt, das ist mir jetzt aber wichtiger, was völlig in Ordnung ist, ne? So, ne? Also, aber klar, wenn man es nicht übt, ist es unwahrscheinlich, dass man so direkt reinkommt, ne? Andererseits habe ich die Befürchtung, durch meine Grübelneigung, eine Beziehung mein restliches Studium stören könnte. Allerdings hatte ich bisher noch keine bindungssichere Beziehung, kann der nicht einschätzen, wie sehr mich das von meinem Leben ablenken würde. Das würde ich vermute, meine bindungssichere Beziehung würde ich eben gar nicht ablenken, weil das ist ja gerade die Definition von bindungssicher, ist ja eigentlich, ja, dass es super im Hintergrund läuft, so, ne? Also, aber es wäre dir vielleicht zu langweilig. Also, wenn ich das jetzt so zwischen den Zeilen lese, wäre vielleicht eine bindungssichere Beziehung eine ganz schöne Herausforderung, aber aus ganz anderen Gründen vielleicht, ne? Aber es gäbe ja noch die Problematik, dass eine Beziehung durch meine Zukunftspläne maximal auf 2 Jahre eingegrenzt wäre. Fernbeziehung möchte ich nicht. Freundschaft plus ist auch nichts für mich. Und
Als Frau sind ja die 20er die besten Datingjahre, weshalb es sehr wahrscheinlich ziemlich bereuen könnte, diese Zeit ausschließlich mit 2 Jahren toxischem Drama und so weiter verbracht zu haben. Was würdest du mir raten? Also du machst natürlich jetzt genau das, was du nicht machen willst. Also du denkst alles durch, ne? Also ich würde mal sagen, lass es doch auf dich zukommen. Du weißt es auch gar nicht. Mach doch jetzt die nächste Sache. Vielleicht ist das Lufthansa-Flugbegleiterin oder Ryanair-Flugbegleiterin oder was auch immer. Und dann guckst du, wie es ist. Und wenn du dann dabei irgendwie den Typ deiner Träume triffst, ja, dann schmeißt du den Rest halt über den Haufen. Also du machst jetzt genau das, was du eigentlich nicht mehr so viel machen willst, dass du das überdenkst. Was aber niemand kann 10 Jahre voraussehen, was da passiert. Und viele planen ja auch sowas und dann verlieben sie sich, werden vielleicht schwanger und auch mit dem Richtigen vielleicht. Und dann steigen sie aus so einem Leben so. Ne? Also insofern wird dir wahrscheinlich jeder Meditationslehrer, jeder wird dir wahrscheinlich sagen, nee, leb doch im Hier und Jetzt und guck, was passiert. Also das Problem ist halt, das habe ich auch in meinem Glückskurs sehr thematisiert, unser Gehirn neigt schon dazu immer, also muss ich auch sagen, dass ich finde auch, das ist eine Sache, die super schwer abzustellen ist und vor allem mit einer bestimmten Historie wahrscheinlich, neigt dazu, immer wieder die Probleme zu sehen, so, ne? Weil das war in der Savanne früher oder im Dschungel wahrscheinlich hilfreich, immer wieder die Probleme zu sehen, aber ja, ist halt, also es gibt wenig Sachen, also dass du das angehen willst, finde ich sehr gut, weil es gibt wenig Sachen, die so viel Lebensenergie ziehen, wie ständig nachgrübeln und über irgendwas nachzudenken, ne? Nachgrübeln ist meist in die Vergangenheit und dieses nach vorne ist eben genauso. Was könnte passieren? Das Problem ist ja, 99% der Sachen treten ja nie ein, die man befürchtet. Und die Sachen, die eintreten, die unangenehm sind, da hat man meist vorher gar nicht drüber nachgedacht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Insofern, ja, wie gesagt, das ist ja viel bei dieser Akzeptanz-Commitment-orientierten Psychologie, ist das ja viel Thema, dass man versucht, zu sagen, okay, diese Stimmen sind da, die man nachdenken wollen, aber ich fütter die nicht, ne? Also wie gesagt, mehr, wenn du über meine Arbeit mehr wissen wolltest, guck mal in den Glückskurs. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, das Ganze jetzt nochmal abzurunden hier, also wenn du richtig Bock drauf hast, da diese so tolle, aus deiner Sicht tolle Sachen zu erleben in deinen 20ern, jetzt zu sagen, ich mach das nicht, um da in Posemuckeldorf irgendwie langfristigen Partner kennenzulernen. Also das macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, weiß nicht. Also das ist, also mit FOMO zu arbeiten und Zeitdruck halte ich wiederum auch schwierig. Also das ist heute mal wieder so eine Mail, da muss man einfach von 2 Seiten beleuchten, du musst dann deins rausmachen, denke ich. Also weil jetzt stell dir mal vor, du bleibst in Posemuckeldorf, also nichts gegen Posemuckeldorf, aber von 20 bis 30 gehst in die Klinik und bist dann trotzdem Single bis 30, wer weiß, was passiert. Und dann sagst du dir zurecht, ja, hätte ich ja wenigstens Lufthansa, Kreuzfahrt, Alpakas züchten und was weiß ich was gemacht, ne? Also von daher, ey, wenn das dein Traum ist, würde ich echt sagen, go for it. Aber klar, wenn dann, du kannst ja trotzdem auf dem Weg sich da irgendwas ergibt, kann man ja wieder umswitchen so, aber jetzt zu sagen, also das sind alles so Kopfkonstrukte, ne? Also wenn ich dann unterwegs bin und ich lerne jemanden kennen, aber ich will keine Fernbeziehung und keine Ahnung, es gibt ja auch, wird dann immer eine Lösung geben, ne? Also was weiß ich, wenn du Flugbegleiterin bist, du kannst ja auch, also erstmal gibt es eine Menge Leute, die da Beziehungen haben, sollte man gar nicht meinen, aber und dann kannst du ja auch Kurzstrecke fliegen, was weiß ich, also wo du dann mehr oder weniger abends nach Hause kommst, es wird immer eine Möglichkeit geben, wenn du es dann willst. Also wie gesagt, ich würde immer das machen, was vor einem liegt und ja, so gut gegen das Overthinken, so gut wie möglich gegen anzugehen. Wie gesagt, gibt es so ein paar Tricks und Kniffe da. Und wie gesagt, das zu akzeptieren als so eine lästige Stimme, die da eben ist im Hintergrund, das kann schon viel helfen. Aber wie gesagt, sonst guck auch mal gerne in den Glückshaus rein. Und soweit mal für heute, würde ich sagen. Genau. Kann sein, dass es in den nächsten Wochen so ein bisschen dünner wird, das Programm hier. Wie schon letzten 2 Tage gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Algorithmus wieder ein bisschen helft mit, also ich bin im Urlaub ein bisschen, wenn ihr dem Algorithmus helft mit ja, Likes, Videos mal weiterschicken, abonnieren vor allen Dingen, einfach mal auf ein Abo, die anderen 50%, die noch nicht abonniert haben. Einfach mal auf dem Abo-Knopf drücken, tut nicht weh. Oder wenn ihr sagt, Mensch, der Hemmschimmer, der macht immer so viel kostenlosen Content.
auch für den Algorithmus ist auch nett, mal 90 Cent hier so ein super Like dazulassen oder die Kanalmitgliedschaft. Unterstützt mich alles sehr. Würde mich enorm freuen. In diesem Sinne, bis bald. Ciao, ihr Lieben.